ihr? Keine Ahnung, ob das irgendwie gut ist. Früher war gab es so ein Ding, man die immer in so einer bestimmten Größe bauen musste. Heutzutage ist das schon. Jetzt nicht. Aber ich habe es ja gerne rechtwinklig. Und in alle Richtungen. Gleich mit. Oh, da ist das komische neue Ding. Vernichte die verbliebenen Wachgebäude von Tristram, erobere die Orte des. Ja, wenn ich jetzt noch so eine Naga bekommen würde, aber ich glaube, ich bekomme keine Forschungs. Ich glaube, ich habe alles erforscht. Was ich erforschen konnte. Jetzt muss ich Orks bauen und Kreaturen und hier damit glücklich werden mit dem, was ich habe. Hätte ich das mal früher gewusst. Oh. Los, macht mal hin hier, Jungs. Muss ich euch peitschen. Und das will ich nicht. Ich bin ein guter Böser. Ah ja. Okay, was auch immer er da macht. Aha. Was hat er da gebaut? Versteck irgendwas. Jens 18. Okay. Und da oben bauen wir noch eine Farm hin. Oh, kostet ja nichts das Ganze. Anscheinend. Später wird man wahrscheinlich große Geldsorgen haben, aber momentan können wir uns alles bauen. Alles. Ah. Ah. Hier. Dann können wir uns auch schon die ersten. Ja. Nee, können wir gar nicht. Oha. Kreatur kann ich auspacken irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Kann ich mich packen. Hier. Genau. Oh oh. Ein Spinnennest wurde angegraben. Oh, oh, wo? Hinten? Oder was? Da habe ich das Spinnennest an. Da können die ein bisschen leveln. Wollen ja auch nicht leben wie die Hunde. So. Okay, was ist das? Okay, einmal nachgucken, das wollte ich eigentlich nicht. Kommen auch keine Forschungspunkte oder sowas dazu. Ja, ich muss erst Bösartigkeiten oben gewinnen. Es ist Zahltag. Was? Wir wollen doch noch Geld haben. Ja, da ist doch Essen. Jungs, ihr müsst ja nur Essen holen. Jede Menge Gubbels vor Ort hier. Dann nehme ich euch mal und gehe mal mit euch. Oberfläche. Habe ich alle? Hier, so. Einmal rein da. Kann ja nicht so schwer sein. Steuerung 1 kann ich damit auch. Ich auch gegen da war es. Oh. Und ich glaube, da oben ist nichts. Was auch nichts. Blendende Lichtstrahlen trafen die Kreaturen des verwegenen Bösen. Kurz kniffen sie die Augen zusammen im Angesicht dieser widerwärtigen Helligkeit. Schließlich grinsten sie aber zufrieden. Endlich konnten sie den Krieg zu den Gutmenschen tragen und mussten sich dieser nicht nur im Dungeon erwehren, wie man es aus anderen Vertretern des Genres kennt. Folgt mir, Söhne Rohans, ich meine bösartige Horden.
Machen wir diese Baumkuschler und Weicheier platt! Genau. Die Armeen des Bösen erreichten einen dieser widerwärtig guten Orte, die die Zerstörung von Twistram überlebt hatten. Das eiskalte Händchen, ich meine Böse, würde sich sofort... Immer noch viel zu laut, sorry, aber einem ja hier quasi Kopf weg, so. Darum kümmern. Ich habe leider keine Nagas, um euch zu heilen. Hier, warte mal da. Nimmt euch das. Heiltrank. Okay. Und weiter geht's. Sag immer schöne Rufe auf die Herren. Aber deswegen muss man die Novize nennen, möglichst schnell. Und dann müssten wir eigentlich irgendwo schon wieder eine Armee befehligen können, oder? Boah, die hacken alle auf den großen Dicken ein. Das ist ja nicht schlecht, der hat ja wenigstens viel HP. Alle auf einen. Überleben wir das und können uns diesen Ort hier sichern. Hoffentlich. Ne, können wir nicht. Das werden wir nicht überleben. Wir haben ja voll den Schaden hier, Alter. Na, haben Goblins. Kill ihn. Kill ihn. Jetzt kill ihn doch endlich. Hier, genau. Neue. Oh. Komm mal her. Aua. Aua. 2, 3, 4. Wo ist denn der letzte? Nur 4? Noch einen fünften. So, jetzt halt. Zack. Hol ich mir. Da oben raus, sehr gut. Und und zwar wollten wir nach da unten, unselig hässlichen, angreifen. Attackieren! Renn zum euer Leben! Und derzeit hier unten. Wir reißen da mal ein bisschen was ab. Was? Die sind alle wieder zum Leben erwacht? Das ist eher uncooles Game. Das ist sogar eher sehr uncool. Ach, wegen dem Unscheinbar greifen die erst den an. Ich verstehe. So. Okay, und jetzt den Herrn hier und dann haben wir es. Ja. Ich hoffe, dass wir das schaffen noch. Oder es sind noch 3 gegen 2. Immer noch 3. Erledigt ihn. 2 gegen 1. Macht mal hin, Jungs. Oh. Schwer. Ich muss auch nicht viel gegen machen. Nicht, solange ich nicht mehr Punkte bekomme. Was muss ich Alia mitnehmen? Ja, mit an die Oberfläche hin. Der kleine Ort des Guten war zerstört und in einen Hort der Bösartigkeit verwandelt worden. Risse bildeten sich an der Oberfläche und aus dem Innern drang etwas erraten. Böses nach oben. Diese Bösartigkeit in praktischer Kugelform war der süße Lebenssaft, der durch die Adern des personifizierten Bösen waberte. Er stimulierte die Armeen des Bösen und ließ dessen Macht anschwellen. Abseits von diesem hochtrabenden Blabla ohne jegliche Auswirkungen im Spiel war es eine weitere Ressource, die hauptsächlich oder ausschließlich für mächtigere Forschungen genutzt wurde. Hab ich schon gemacht. Köstliche Bösartigkeit floss in das Herz des Dungeons und erfüllte es mit Macht. Neue Forschungen waren damit zugänglich, die dem Dungeon zu noch immenserer Stärke verhelfen würden. Sofort machte sich das ungeduldige Böse daran, etwas zu erforschen. Was ist denn hier los? Ich spüre eine Erschütterung der Macht.
Das Treiben des auffälligen Bösen und seiner Schurken war nicht unbemerkt geblieben. Tatsächlich war die Spur der Zerstörung, die sie hinterließen, auch für einen Blinden kaum zu übersehen. Wie es diesen trotteligen Helden zu eigen war, schickten sie einen kleinen Spähtrupp los, der sich umsehen sollte. Männer, ausrücken! Seht euch mal um und berichtet mir dann! Ich würde euch ja gern begleiten, aber ich bringe mir gerade selber Banjo-Spielen bei. Immer dieses Banjo. Ah. Geh hoch mit uns. Halt halb tot. Wo ist er? Oh Junge, komm mal zurück hier. Ich hab da was für dich. Wo ist er denn? Der Gute, da ist er. Komm mal her. Du kannst dich hier mal ausruhen, Mann. Ob das so funktioniert, dann wie ich es mir vorstelle. Oder ist das schon eine Novizin? Können wir das angreifen? Sehr gut. Hier oben kann ich aber nichts erforschen. Ist das nicht das Wirtshaus zum torkelnden Pony gewesen? Bei der Göttin, da werde ich heute wohl keinen Schweinebraten mehr bekommen. Meinst du? Ich glaube schon. Ich glaube ja schon. Kann man auch ganz viel bekommen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Hä? Wo geht es denn hier hin? Das sollten wir uns genauer ansehen. Die ersten Helden hatten den Dungeon des nicht so gut versteckten Bösen entdeckt und stiegen nun in die Tiefen hinab. Natürlich hatte das heimtückische Böse bereits vorgesorgt, um ihnen einen niederträchtigen Empfang zu bereiten. Wollen wir das mal hoffen. Selbst wenn nicht, werde ich diese lächerlichen Gutmenschen niederstrecken. Sie werden dafür büßen, dass man mich die letzten Jahre immer verlacht hat. Moment. Was sag ich denn da? Das sind doch meine Freunde. Wie kann ich nur ihren Tod planen? Oh. Talia hatte sich einen äußerst ungünstigen Zeitpunkt für moralische Zweifel ausgesucht. Zum Glück setzte sich ihre bösartige Dunkelelfenherkunft durch. Hey, Talia! Du bist böse, also mach doch mal was Böses. Was? Ja, okay. Tötet sie alle! Oha. Oha. Das war knapp. Ich sehe schon, das ist gar nicht so einfach. Und ihr geht mal zurück, bitte. Weil ihr alle... ihr braucht alle mal ein wenig ausruhen und... Weiter. Habe ich euch alle? Nein. Alle mal... Jetzt? Sehr gut. Sehr, sehr. So. Das können wir vielleicht noch anbauen. Das können wir noch. Die wieder ruhen sich wieder langsam, oder? Ja. Hier. Auch keine neuen bauen. Kann ich erforschen. Das ist eine verbesserte Horde. Mehr Kreaturen. Mehr Kreaturen. Oh, endlich. Das Arbeit. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Sehr gut, ich habe kein Geld. Irgendwo noch was. Goldmäßiges. Hoffentlich. Genau, ihr halt euch mal alle schön. Ich muss nämlich nicht neu kaufen. Und das ist höchstwahrscheinlich günstiger. Aber an dieser Stelle mache ich mal Schluss. Und war's so. Bis bald. Das wäre das Let's Play mit dem Brennmeister. Ich weiß jetzt nicht, wie die Folgen zusammengestückelt werden. Ich bin ja zwischendrin einmal abgehackt worden, leider Gottes, mit einem Soundproblem.
Ich hoffe, ihr gefällt mir das. Ansonsten lasst mir ein Like da, kommentiert hier unten drunter, wenn euch das Spiel gefällt. Ansonsten sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.